ich habe ein Zimmer bestellt für Frau Witte, Sabrina Witte. Und ja, bitte sauber. Frau Witte, genau. wir sind hier im, das ist ein Krankenhaus. Ist alles gut, ist nicht schlimm. Hauptsache, dass das Zimmer sauber ist. Das, der Rest interessiert mich. Aha, ich glaube, ich hole mal jemanden, ja? Ich hole mal jemanden, der für Ihr Zimmer zuständig ist. Ist da ein Problem? Warten Sie mal ganz kurz. Eine Sekunde. Ich buche eigentlich immer das gleiche Zimmer. Ja. Im ersten Moment musste ich mir tatsächlich das Schmunzeln verkneifen. Aber als ich dann festgestellt habe, dass sie es wirklich ernst gemeint hat, hat sie mir auch tierisch leid getan, weil wir haben versucht, sie zu orientieren, indem wir halt gesagt haben, wo sie hier ist und was das hier ist und wer wir sind. Sie hat es einfach ignoriert und bestand dann auf ihr Hotelzimmer. Eine Sekunde, der Zuständige. Ah, Alex, da bist du. Hallo, Klaas, mein Name. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe ein Zimmer gebucht, aber anscheinend gibt es ein Problem mit dem Zimmer und keiner sagt mir, was da los war. Ist. Darf ich mal, ist Ihre Visitenkarte? Hatten Sie irgendwie einen Unfall oder irgendwas? Bei der Dame, die heute bei uns an der Rezeption stand, dachte ich im ersten Augenblick tatsächlich, dass es sich um einen Hotelgast handelt, der sich einfach im Eingang geirrt hat. Erst auf näheres Nachfragen bemerkte ich, dass die Frau geistig verwirrt war. Aber ich brauche ein Zimmer, das sauber ist, weil ich brauche keinen Staub jetzt und ich habe wirklich keinen Bock auf Diskussionen. Sie scheinen müde zu sein. Wollen Sie mal mit uns durchkommen? Wir begleiten Sie. Wohin Sie sind denn? Scheinbar etwas verwirrt. Einmal ich würde vorschlagen. Genau. Vielleicht kommen Sie einfach mit uns. Wenn man einen geistig verwirrten Patienten vorfindet, dann muss man sehr sorgfältig und umsichtig mit ihm erstmal anfangen zu kommunizieren. Dann muss man ihn davon überzeugen, dass man zunächst einmal eine körperliche Untersuchung bei ihm durchführt. Das Ganze natürlich mit Engelszungen, denn es kann schnell kippen, so eine Situation. So. Also nochmals, wir sind hier in der Notaufnahme, Sie sind nicht in einem Hotel. Aber Sie machen mir einen psychisch etwas instabilen Eindruck. Deswegen würde ich Sie vielleicht bitten, dass Sie mir kurz Ihre Tasche geben und vielleicht hier Platz nehmen auf dem Bett. Gehen können Sie? Ja, natürlich kann ich gehen. Aber wann kann ich allein bleiben? Weil ich muss noch ein bisschen arbeiten, bevor ich zum Termin gehe. Also wir können Sie bestimmt gleich alleine lassen, aber vorher, nochmals, wir sind hier in einem Krankenhaus und ich würde Sie jetzt einfach mal untersuchen. Ist das in Ordnung, wenn ich mich mit Ihnen unterhalte? Ja. Mhm. Hallo, ich bin Schwester Stefanie. Ist Ihnen irgendwas Schlimmes passiert? Hat Ihnen irgendjemand etwas getan? Haben Sie irgendwas Schlimmes erlebt oder? Überhaupt nicht. Also der Flug war in Ordnung. Okay. Der Taxifahrer hat mich ins Hotel gebracht. Ich verstehe nicht, was. Wir machen jetzt Folgendes. Mhm. Sie hat doch vorne ihre Karte hinterlassen. Mhm. Schau mal, was da drauf steht. Mhm. Vielleicht ist da ein Angehöriger. Mhm. Und, tu mir noch einen Gefallen, ruf auf jeden Fall hier bei den Kliniken im Umkreis an. Ja. Psychiatrie, ob da vielleicht jemand fehlt. Ja, okay. Und ruf vorsichtshalber auch bei der Polizei an. Nicht, dass ein Unfall gewesen ist und sie irgendwie im Schockzustand ist. Okay. So, wir machen es jetzt folgendermaßen. Vielleicht, dass Sie sich hinlegen. Ich helfe Ihnen auch. Frau Witte legte uns initial eine Visitenkarte auf die Theke, und um sich so zu identifizieren. Darauf stand dann halt noch ein männlicher Part. Da sind wir davon ausgegangen, dass es der Ehemann gewesen ist. Und so sind wir dann darauf gekommen, dass wir ihn kontaktieren, hinzuziehen, um herauszufinden, was mit Frau Witte los ist. Machen Sie mal die Augen weit auf. Alles ganz kurze Info. Die Heike hat schon den Kontakt angerufen auf der Visitenkarte. Scheint der Ehemann zu sein. Ja, er braucht aber noch ein bisschen, bis der kommt. Mhm. Sie versucht jetzt weiter bei der Polizei. Ich habe in den Kliniken im Umkreis angerufen. Ja. An der Zentrale ist niemand irgendwie abhandengekommen. Ist mein Zimmer schon fertig? Sie ist auf jeden Fall geistig verwirrt. Ich kann jetzt noch nicht sagen, woran es liegt. Wir machen Folgendes. Mhm. Drogenintox-Test. Mhm. Wir müssen die Leberwerte messen. Die Nierenwerte müssen wir auf jeden Fall messen. Nicht, dass sie irgendwas hat. Es wird nicht abgebaut und es geht dann hoch. Und ich schaue jetzt noch mal nach ihr, aber dass du sie schon mal oben anmeldest im CT. Mhm. Nicht, dass da irgendwas im Kopf ist, irgendeine Raumforderung. Ja. Und dann warten wir einfach ab. Ja. Ja, okay. Ich werde jetzt einige Tests machen. Können Sie das hier hören? Ja. Das können Sie hören. Und können Sie meinem Finger folgen? Nicht so schnell.
Das geht Ihnen zu schnell. Ja. Dann können Sie mir einen Gefallen tun, die Backen aufpusten. Ich brauche einmal Ihren Zeigefinger. Das tut nicht weh, das klemmt nur ein bisschen. Eine Grimasse schneiden. Ja, sehr gut. So, ich werde jetzt mal Ihren Kopf anheben. Tut Ihnen das weh? Nein. Das tut nicht weh. Gut, haben Sie hier irgendwelche Schmerzen, wenn ich ihn hier drauf drücke? Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen vom Flug. Ich muss einmal den Finger pieksen. Sie sind geflogen? Ja, ich habe heute einen Termin in Köln. Ich bin in Köln. Ja, also das stimmt schon mal. Mit dem Flug haben Sie da irgendwas zu sich genommen? Alkohol? Nur Kaffee. Kein Alkohol, irgendwelche anderen Drogen? Ich nehme keine Drogen. Sie sind sicher, dass Sie keine Drogen nehmen? Kaffee, wenn das zu den Drogen gehört. Okay, dann werde ich mir jetzt mal hier den Oberkörper, ich werde jetzt nicht erschrecken, ich werde jetzt mal Ihr Hemd kurz öffnen, um an Ihr Herz zu kommen. Das möchte ich gerne einmal abhören. Oh, diese Kratzspuren, haben Sie die noch woanders? Nicht, dass ich wüsste. Ich muss Ihnen einmal einen Zugang legen, ja? Das stimmt nicht ganz. Hier haben Sie überall Kratzspuren. Darf ich? Das kommt bestimmt von der Katze. An den Beinen auf jeden Fall nicht. Hier an der anderen Hand. Haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen? Darf ich mal kurz? Nö, habe ich nicht. Und sind Sie in psychiatrischer Behandlung? Bis jetzt nicht. Wird kalt. Oh ja, und sie wird jetzt hier richtig rot. Siehst Kann du das? Mir jemand erklären, was hier los ist? Ich will einfach auf mein Zimmer. Sie sind jetzt auf dem Zimmer. Helfen. Und nochmal, Sie sind nicht in einem Hotel. Und ich bin auch kein Hotelangestellter. Ich bin Ihr untersuchender Arzt. Und ich sehe, dass Sie hier im Dekolleté etwas rot anlaufen. Haben Sie das öfters? Wissen Sie das? Hier, das wird alles ganz rot. Also ist Ihnen nichts bekannt? Irgendwelche Medikamente nehmen Sie vielleicht ein? Nee. Na gut. Ich konnte jetzt nicht absehen, was ihr tatsächlich fehlt. Das einzige Körperliche, was sie tatsächlich hatte, waren Kratzspuren und ein Ausschlag im Dekolleté. Ich sage Ihnen jetzt mal, was wir machen. Und zwar, wir werden Sie hochfahren zu sehr netten Kollegen. Und die machen ein paar Bilder von Ihrem Kopf. Ich möchte nämlich einmal in Ihren Kopf reinschauen. Aber nur, um zu gucken, dass alles in Ordnung ist. Was der Patientin fehlt, kann Arzt Alexander Klaas noch überhaupt nicht abschätzen. Als der angerufene Ehemann eintrifft, stellt sich zumindest heraus, dass das Makler-Ehepaar aus Frankfurt stammt und getrennt zu einem Termin in einem Kölner Hotel angereist war. Doch stattdessen ist die 32-jährige Sabrina aus bisher unbekannten Gründen völlig verwirrt in der Notaufnahme aufgetaucht. Oh Gott, was hast du denn gemacht? Die Bilder sind noch nicht da. Ich will auf den PC einchecken. Und die lassen mich nicht einchecken. Wieso? Du bist in der Klinik. Ja, ich mach mal die Tür zu. Und da ist der Manager. Wie, du warst das nicht der Manager? Ich habe schon mit dem Manager gesprochen. Die Klinikmitarbeiterin hat mich angerufen und hat erzählt, dass meine Frau total verwirrt da wäre. Da konnte ich gar nicht glauben, bis ich dann selbst da war und habe gesehen, wie verwirrt die ist. Bleibst du bei mir? Können Sie endlich mal gehen? Ich habe echt genug von dem Ganzen. Ich bin nur wenn es hilft, werde ich jetzt kurz gehen. Meine Kollegin bleibt auf jeden Fall bei Ihnen. Es wäre vielleicht eine gute Möglichkeit, dass wir uns vielleicht draußen mal in Ruhe unterhalten. Ja? Ist das okay, wenn ich ganz kurz mal was kläre? Nur ganz kurz. Ja, okay, ich bin gleich wieder da. Und kümmere dich sofort auf uns aus. Du bleibst die ganze Zeit hier. Ne? Kein Problem. Bis gleich. Okay. Ich bleib bei Ihnen, okay? Ich mache mir ein wenig Sorgen um Ihre Frau. Sie müssen mir irgendwie weiterhelfen. Hat sie tatsächlich keine Drogen genommen? Und sie hat keinerlei Vorerkrankungen? Nein, das nicht. Ich irgendwie ein bisschen. Ich habe so einen leichten Flashback schon, weil wir haben zusammen ein Maklerbüro. Ja. Und ich mache mehr so den Papierkram, alles, was so anfällt. Aber sie ist halt draußen die Frau, ne, die die Kundenbetreuung macht, die immer rausfährt und alles. Und vor 2 Jahren ist das ungefähr, ja, 2 Jahre ist das her, da hatte sie so eine Burnout-Attacke oder so einen Burnout erlitten. Das Burnout-Syndrom ist dadurch gekennzeichnet, dass die Patienten an einer Adynamie leiden. Das bedeutet, sie haben keinen Antrieb, sehen relativ pessimistisch in ihre Zukunft und sind auch körperlich ausgemergelt aufgrund von Stress, den sie sich eigentlich selbst zufügen. Es kann durchaus sein, dass man aufgrund eines durchgemachten Burnout-Syndroms als Spätfolge eventuell
eventuell zu solchen Verwirrungszuständen kommen kann, wie sie bei meiner Patientin vorlagen. War sie da in psychiatrischer Behandlung oder in irgendeiner Behandlung deswegen? Als es komplett kollabiert ist, dann klar musste man was machen. Aber hat sie denn jetzt irgendwie wieder Medikamente genommen? Oder? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Also sie ist genau in dem Zustand, in dem sie hier angekommen ist. Wir haben jetzt zahlreiche Tests durchführen lassen. Wir haben auch bei der Polizei angerufen, ob vielleicht sie in irgendeinem Unfall verwickelt ist. Dass sie im Schockzustand einfach hier in die Notaufnahme gelaufen ist, das kann halt auch manchmal sein. Aber wir haben da bisher keine positive Rückmeldung. Also erklären kann ich es jetzt zu diesem Zeitpunkt. Ich habe vollkommen viel keine Luft. Oh, was? Was hier? Sie kriegt keine Luft. Hier schüttet das Puppe das selber ein. Auf einmal hat sie angefangen, schwer zu atmen. Ja. Zu ich mache hier direkt die Nase dran. Ja. Machen Sie den Mund bald auf. Können Sie mich hören? Ganz ruhig. Ja. Halten Sie mal die Hand und beruhigen. Ganz beruhigen. Ganz ruhig atmen. Können Sie den Mund aufmachen? Den Kopf festhalten. Kommst du dran? Ja, ich komme dran. Nicht erschrecken, das geht einmal in Ihre Nase. Versuchen Sie tief zu atmen. Ich habe voll aufgeregt. Ganz ruhig. Sie müssen mir sagen, ob Sie oder uns sagen, ob sie Medikamente nimmt. Das ist wirklich wichtig. Nein, sie nimmt keine regelmäßigen Tabletten. Überhaupt gar keine unregelmäßige? Nein. Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie irgendwie Drogen nimmt oder sowas. Ich habe mir einfach nur wahnsinnige Sorgen um sie gemacht. Und nicht, dass noch irgendwas Schlimmeres ist oder dass sie irgendeine Krankheit hat. Die Werte stabilisieren sich jetzt aber auf jeden Fall. Die Herzfrequenz ist noch ein bisschen erhöht, aber das ist auch normal. Sie bekommt jetzt auch wieder gut Luft. Mhm. Geht es jetzt mit der Luft besser? Können Sie die Augen mal aufmachen? Du kriegst das Blutbild gleich, es ist aber soweit komplett unauffällig. Auch das Screening ist komplett negativ. Ja, was haben die von der CT-Bildgebung gesagt? Alles unauffällig. Du kriegst die Ergebnisse gleich, es ist nichts zu sehen, keine Raumforderung, nichts. Es ist alles komplett in Ordnung. Leberwerte in Ordnung? Alles in Ordnung, alles. Nierenwerte in Ordnung? Alles in Ordnung. Keine Drogen? Nein, keine Drogen. Ich muss tatsächlich zugeben, dass ich zunächst einmal ratlos war. Ich hatte 5 Verdachtsdiagnosen, das ist schon relativ viel bei solch einem Krankheitsbild. Und ich wusste tatsächlich nicht, woher die Verwirrtheit meiner Patientin kam. Jetzt also mit den Laborwerten, ich habe sie noch nicht vorliegen, aber wenn meine Kollegin das sagt, dass sie unauffällig waren, dann kann ich auf jeden Fall den Tumor ausschließen. Okay. Drogenintoxikation kann ich ausschließen. Mhm. Leber, Nieren arbeiten. Ich schon wieder, sorry. Ja. Also die Heike, die macht mich jetzt verrückt mit der Versichertenkarte. Die hat sie wohl noch nicht eingelesen. Die Versichertenkarte, ist die vielleicht in der Handtasche? Würden Sie Frau? Da vielleicht hat einmal sie? Dran gehen an die Handtasche Ihrer Frau? Die Handtasche liegt da vorne. Das ist leider dass Sie das vielleicht rausnehmen. Versichertenkarte. So, Sie bleiben bei mir. Damit der Mann die ist da, alles sehen. Ist gut. Alles wird gut. Ja? Also Sie haben auf jeden Fall nichts am Kopf und Sie haben auch wirklich keine Drogen zu sich genommen. Das ist ja schon mal gut. Ihre Niere. Ich wollte gerade rausholen. Ich habe das hier jetzt gefunden. Können Sie das mal? Also ich weiß, dass sie eine Allergie hat bei irgendwas, aber sonst... Das ist ein Antihistaminikum, Diphenhydramin. Ja. Haben Sie diese Tabletten genommen? Oder hat sie diese Tabletten genommen? Ich habe keine Ahnung. Also ich kenne die. Die nimmt sie ab und zu, weil sie so eine Stauballergie hat. Aber Sie kennen die Tabletten und Sie wissen, dass Ihre Frau die nimmt. Ja, aber... Okay, das also, sind wir schon mal einen Schritt weiter. Aber die kriegt man ja ganz normal in der Apotheke irgendwie. Die sind ohne Rezept. Ja, das stimmt. Ja. Aber haben Sie alle diese Tabletten hier genommen? Alle auf einmal? Das sind zwei übrig geblieben. Gott sei Dank sind 2 übrig geblieben. Wann haben Sie die denn genommen? Jetzt an einem Zeitpunkt? Ja, heute Morgen. Heute Morgen? Okay. Wir machen jetzt so, Volumen läuft jetzt. Antidot. Was heißt das denn? War das? Ein Augenblick, ich muss mich kurz sammeln. Antidot? Wir brauchen Antidot, Physostigmin. Wir fangen mit einer kleinen Dosis an. Und dann gucken wir, wie sie reagiert. Ich habe keine Lust, dass sie uns hier abschmiert. Okay. Ich beschloss, ihr ein Gegenmittel zu geben. Das ist in diesem Fall Physostigmin gewesen. Das zur Folge hat, dass es der Patientin nach ca. 2 bis 6 Stunden auf jeden Fall wieder besser gehen sollte. Die Maklerin wird nun umgehend behandelt, doch es bleibt unklar, ob sie bleibende Schäden davontragen wird. Denn selbst in der Apotheke erhältliche Allergiemedikamente können bei Überdosierung schwere Nebenwirkungen, wie Juckreiz, Atemnot oder Herzprobleme hervorrufen.
Alles super. Wie geht es Ihnen? Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Sie sehen jetzt auch ein bisschen klarer aus als vorhin. Ich habe mir echte Sorgen gemacht. Vor allem, weil wir nicht dahinter gekommen sind, woran es wirklich lag. Ja, nee, ja, das tut mir leid. Also, wie gesagt, ich wusste, dass sie das manchmal nimmt, aber dass sie jetzt so viel auf einmal nimmt. Das war auch dumm von mir. Ich habe auf einmal, wie viel Stück genommen? 6, 4? Grundsätzlich ist es so, dass jede Substanz je nach der Dosis giftig sein kann. Da kommt es nicht drauf an, ob es ein Präparat ist, ein Medikament oder eine sonstige Substanz. Es ist immer wichtig, dass, wenn man Medikamente einnimmt, diese strikt nach Anleitung einnimmt oder sich mit einem Arzt darüber berät. Was für eine Art Allergie haben Sie? Stauballergie. Ich war bei einem Kunden, wir hatten einen Termin und da habe ich im Hotel übernachtet. Es war total staubig. Ich kann doch nicht schniefen die ganze Zeit wie ein... Naja. Das ist verständlich. Und dann haben Sie anstatt einer noch eine genommen? Ja, es hat nicht funktioniert. Irgendwie konnte ich gar nicht schlafen. Die Nase lief und es war alles hier so geschwollen. Ja. Und dann habe ich das einfach genommen. Nach und nach und heute Morgen wieder ein paar Stück. Das ist auf jeden Fall keine gute Idee gewesen. Ich meine, Sie können das nicht wissen. Aber solche Medikamente, auch wenn die frei verkäuflich sind, da sollten Sie auf jeden Fall immer Rücksprache halten mit einem Arzt. Bei dem vorliegenden Medikament meiner Patientin handelt es sich um Diphenhydramin. Das ist ein Antihistaminikum noch der ersten Generation. Inzwischen gibt es zweite und dritte Generation. Diese haben nicht solche Nebenwirkungen wie das Diphenhydramin. Man muss sich das so vorstellen, dass dieser Wirkstoff die Fähigkeit hat, in das ZNS, dem zentralen Nervensystem, einzudringen und dort zu Schwindel, Konzentrationsschwierigkeiten und eventuell auch Halluzinationen führen kann. Tatsächlich hat sich der Verwirrtheitszustand der Patientin als Nebenwirkung herausgestellt. Dank des Gegenmittels hat sich ihr Kreislauf schnell stabilisiert und sie konnte nach einer Nacht entlassen werden. Künftig will sie auf ein besser verträgliches Antiallergikum umsteigen.